Liebe Zuschauer, der erste Handelstag des Jahres und sofort die erste Sendung HSBC Daily Trading TV im neuen Jahr. Das ist das Stichwort. Herzlich willkommen dazu aus Düsseldorf. Ein frohes, neues und vor allen Dingen gesundes Jahr 2017 wünschen wir Ihnen. Und wenn am Ende aller Tage dann noch ein glückliches Händchen an den Finanzmärkten dazukommt, dann ist alles in Ordnung, dann ist alles in Butter. Traditionell nutzen wir den Jahresauftakt, um einen Blick in die viel zitierte große Glaskugel zu werfen. Sprich, der Jahresauftakt steht im Zeichen des Jahresausblicks. Wir wollen uns heute insbesondere der Aktienseite zuwenden für die anderen Assetklassen, sprich für Renten, für Devisen, auch für die Rohstoffe, für den Goldpreis. Finden Sie den Jahresausblick ausführlich zum Nachlesen in der Printausgabe des Daily Tradings, aber auch in der Januarausgabe der Marktbeobachtung. Und als besonderes Bonbon haben wir am morgigen Dienstag, 3.1. um 18.30 Uhr ein Online-Seminar für Sie aufgesetzt. Da werden Sie das dann alle Assetklassen im Schnelldurchlauf in einer Stunde nochmal präsentiert bekommen. Jetzt aber genug der Vorrede, kommen wir zu den charttechnischen Perspektiven für den Aktienmarkt in 2017. Und traditionell versuchen wir zu Beginn immer die grundsätzliche Konstitution des Marktes einzufangen und abzubilden. Und wenn man da so klassische Parameter oder Bewertungskennziffern heranzieht, wie das Momentum der letzten 50 Tage, die relative Stärke nach Levy, aber auch die 200-Tages-Linie als bekannteste Glättungslinie, dann muss man konstatieren, dass die Jahresendrallye, die wir 2016 gesehen haben, von der Mehrzahl der Titel getragen wird. Sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks bestätigen oder befinden sich rund zwei Drittel aller Werte, die wir betrachtet haben, in einem Aufwärtstrend. Und das ist eine durchaus solide Marktverfassung, von der man hier sprechen kann. Wenn man die Dow-Theorie als weiteren Maßstab oder als weiteres Kriterium heranzieht, dann ist auch da alles im Lot. Und last but not least wollen wir den ältesten Marktbreite-Barometer heranziehen, das es gibt. Das ist die Advanced, die Kleinlinie, die den Saldo aus gestiegenen und gefallenen Aktien für alle an der NICE notierten Papiere abbildet. Und die hat zuletzt die neuen Hochstände, die wir in den USA beim S&P, beim Dow gesehen haben, auch bestätigt, sodass man sagen kann, die Marktbreite ist absolut gegeben. Die Mehrzahl der Aktien trägt den laufenden Aufschwung nach wie vor. Was heißt das nun konkret? Charttechnisch schauen wir uns den mitgebrachten Wochenchart des DAX an. Da war 2016 ein durchaus interessanter, auch schwieriger Jahrgang. Wir haben zweimal im Jahresverlauf den Aufwärtstrend seit März 2009 getestet, einer Belastungsprobe unterzogen. Diese Belastungsprobe war letztlich erfolgreich, also dieser Aufwärtstrend unterm Strich hat eine Bestätigung erfahren. Und dann haben wir im weiteren Jahresverlauf 2016 die Korrekturflagge, die uns seit April 2015 begleitet, nach oben aufgelöst. Und dabei handelt es sich um ein klassisches charttechnisches Konsolidierungsmuster, das eher trendbestätigenden Charakter besitzt. Damit hat 2017 unseres Erachtens das Potenzial, durchaus neue Rekordstände zunächst einmal zu produzieren. Das heißt also, das alte Allzeithoch bei 12.391 Punkten könnte vor allen Dingen im Verlauf der ersten Jahreshälfte durchaus nochmal überwunden werden. Liebe Zuschauer, die Perspektiven für die Aktienmärkte vor allen Dingen im ersten Halbjahr stimmen also. Dennoch glauben wir, dass kein Grund zu überbordendem Optimismus besteht, denn das Zeitfenster, um aus der günstigen Konstellation, wie wir sie bis hierher beschrieben haben, Kapital zu schlagen, das wird durchaus kleiner. Denn 2017 sollte unseres Erachtens kein klassischer Buy-and-Hold-Jahrgang werden, sondern eher einer, der Chancen im ersten Halbjahr bietet und der eher Risiken in der zweiten Jahreshälfte, vor allen Dingen im dritten Quartal, bereithalten sollte. Was ist der Grund dafür? Vor allen Dingen saisonale, zyklische Einflussfaktoren legen doch
eine schwierige oder eine Schlechtwetterperiode mit Beginn des dritten Quartals nahe. Und wir betrachten an der Stelle klassischerweise den Dekadenzyklus, den Dow Jones, wie er sich beispielsweise in dem nun anstehenden 7er-Jahr im Durchschnitt geschlagen hat. Also die durchschnittliche Entwicklung von 2007, 1997, 87, 77 und so weiter. Und dann fällt auf, dass wir doch sehr starke Rückschlagsgefahren vorliegen haben, insbesondere wenn der Hochsommer mal da sein sollte. Ab August, September, Oktober scheint es doch eine ausgeprägte Schlechtwetterperiode uns ins Haus zu stehen. Denn alle drei genannten Monate weisen doch eine deutlich erhöhte Verlustwahrscheinlichkeit auf, die jenseits der 50%-Marke anzusiedeln ist. Und oftmals hat das 7er-Jahr tatsächlich auch markante Rückschläge in den genannten Monaten gebracht. Als zweites schauen wir auch traditionell immer auf den US-Präsidentschaftszyklus. Da fällt der Rückschlag im dritten Quartal nicht ganz so scharf aus. Er ist aber dennoch vorhanden, vor allen Dingen hier im September und Oktober. Sodass man sagen, diese beiden bekanntesten Zyklen, die es gibt, also Dekadenzyklus auf der einen und der US-Präsidentschaftszyklus auf der anderen Seite, legen diese Schlechtwetterphase August, September, Oktober nahe. Und das ist was, was Sie definitiv ins Stammbuch notieren sollten. Achtung, wenn der Hochsommer mal da ist, dann gilt es aus Investorensicht explizit auch auf Warnsignale, sprich Umkehrmuster im Chart, besonders zu achten, dann könnte es an den Märkten durchaus ungemütlich werden. Liebe Zuschauer, das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse, fürs Zuschauen bei dieser ersten Sendung HSBC Daily Trading TV im neuen Jahr 2017. Ausführlich finden Sie, wie gesagt, den Jahresausblick in der Printausgabe des Daily Tradings, in der Januarausgabe der Marktbeobachtung und morgen Abend, nicht vergessen, Dienstag, 3.1. um 18.30 Uhr, unser Online-Seminar, wo wir explizit die Perspektiven über alle Assetklassen beleuchten, ganz viele Charts mit Ihnen durchforsten werden. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich den Termin auch ganz besonders notieren und dann unsere Gäste sein würden. Bis dahin, machen Sie es gut, viel Erfolg bei Ihren eigenen Trading-Aktivitäten. Tschüss aus Düsseldorf.